Willkommen zurück zu einer neuen jagdreichen Folge Kingdom Come Deliverance. Freut mich, dass du da draußen bei der großen Jagd mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die wunderbaren Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dieses Video mit einer saftigen Bewertung unterstützen würdet, denn ich versuche natürlich wie immer eine extra lange Folge zu zaubern. Na, mein Freund Hans, wie geht's? Oh, was hast du denn hier Schönes? Ja, direkt irgendwas geköchelt. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Was können wir hier machen? Oh, okay. Sollen wir es uns direkt rausnehmen oder noch warten? Wir reden erstmal mit ihm, bevor es irgendwie Stress gibt. Man weiß ja nie, vielleicht sagt auf einmal Hans... Dein Herr befiehlt dir, Wein und Speck zu holen und du lässt ihn warten? Für wen zum Teufel hältst du dich? Was? Wein und Speck? Ich habe davon nichts gehört. Schon dabei, Herr. Und der Speck? Wo bleibt der Speck? Wie jetzt? Ich hab davon gar nichts mitbekommen. Wein und Speck. Ist hier Wein und Speck drin? Ich hab keinen Speck. Und auch keinen Wein. Ja, wo bekomme ich den jetzt her? Moment, Karte. Was sagt die Karte? Wo bekomme ich Wein und Speck? Ach, aus der Satteltasche. Ja, meine Güte, Hans. Du bist so ein sperriger Typ und so ein... Egal, egal. So. Ich hab Wein... Habe ich auch Speck? Und ich habe Speck. Der ist wirklich so ein nerviger Typ, oder? Kaum wird die Beziehung zwischen mir und Hans wieder ein bisschen angenehmer. Schon ist er wieder dabei, alles zu ruinieren. Bitte schön, Herr. Na, endlich. Hier, ein bisschen Wein, ein bisschen Speck. Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratai rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Wie kommt es, dass Hanus sich um dich kümmert? Also erstens kümmert Hanus sich nicht um mich. Ich bin kein Kleinkindbübchen. Hanus verwaltet lediglich meinen Besitz, bis ich erwachsen bin. Wann wird das sein? Was soll das heißen? Nichts. So war das nicht gemeint. Ich meine, du kommst mir schon sehr erwachsen vorher. Schwer zu sagen. Vor seinem Tod stellte mein Vater einen Rat aus Adligen zusammen, um das zu entscheiden. Nur haben die keine Lust, durchs halbe Land zu reisen, um das Anrecht eines Jünglings zu bewerten. Unter normalen Umständen wäre das nicht notwendig. Der König würde das entscheiden, aber... Der König ist fort. Genau. Also, Hans, du kommst mir kein bisschen erwachsen vor, ja? Nur damit wir uns da richtig verstehen. Ich habe geflunkert, um die Stimmung aufrecht zu halten, weil ich genau weiß, du bist so jemand, du fängst wieder sofort an zu weinen. Denn du hast irgendwie ein winzig kleines Ego. Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanus zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Mein Herr, der Ochse da entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Selbst studieren ist interessanter. Okay, aus der Perspektive habe ich das nie gesehen. Ich meine, laut seinen Worten, Verantwortung ist keine gute Sache. Das lernen wir daraus. Ja, okay, ich kann es mir schon vorstellen. Ich meine, stellt euch mal vor, jeder aus eurem Volk kommt und will irgendwas wissen. Was soll ich machen? Meine Frau ist eine Hure. Ja, dann Teern und Federn, das wäre meine Antwort. Was soll ich machen? Meine Kuh kackt mir in die Stube. Teern und Federn. Was werden wir jagen? Kumanen. Was? Kumanen? Aber... Wenn du dich sehen könntest. Vollends Schwarze. Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm? Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Also, erzähl mir von Scarlets.
Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Na gut, warum nicht? Vielleicht, ich hoffe ja wirklich, dass unsere Beziehung ein bisschen besser wird. Ich meine, im Moment bin ich, ich würde nicht sagen, dass ich den Jungen hasse, okay? Hassen ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber Freunde sind wir auch keine. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen. Meine Eltern wurden beide in Scarlets getötet. Vor meinen Augen. Die Kumanen schlachteten meine Freunde und Nachbarn ab. Und es grenzte an ein Wunder, dass ich entkam. Das tut mir leid. Aber sag mir eins. In der Schenke hört man das. Sigismund auf einem Drachenritt? Die Kumanen Hörner und Hufe haben? Verzeih mir, Herr, aber für mich ist Scarlets keine Abenteuergeschichte, die man in der Schenke erzählt. Schon gut. Ich verstehe. Ach, wie dem auch sei. Zeit aufzubrechen. Richte ein Gebet an den heiligen Hubertus, ja? Heiliger Hubertus? Der Schutzpatron der Jäger natürlich. Los jetzt! Ja, das meine ich. Also er ist irgendwie nicht so wirklich ein Arsch. Ab und zu... Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Ach, wirklich? Ein solch namhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Nein! Keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat. Na, das wollen wir ja sehen. Gewiss, Herr. Selbstverständlich, Herr Hans. Ha, bald wird dir das Lachen schon noch vergehen. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Das meine ich. Eben gerade wollte ich ihn loben und zack, denke ich mir wieder, hey, ich will ihm am liebsten in die Fresse eins reinschlagen. Gut, wir stehlen? Moment, stehlen? Ich dachte, ich darf mich hier bedienen. Das ist doch die Kiste, oder? Das ist die Kiste. Das wird Diebstahl? Ich nehm's mal mit. Also, keine Ahnung. Ich nehme einfach alles mit. Er hat gesagt, ich soll, oder nicht? Er hat gesagt, hey, Kumpel, bedien dich. Gut. Oh Gott, ich mit dem Bogen. Ich mit dem verdammten Bogen. Wir alle wissen, ich bin nicht besonders gut mit dem Bogen. So. Wir haben die Munition ausgewählt. Alles klar. Das ist mein Bogen. Ich habe doch eben gerade, als ich hierher gegangen bin, so viele kleine, süße Häschen... Da ist ja schon einer. Okay. Da waren so viele süße, kleine Häschen. Ich weiß halt nie, wie man zielen muss. Wow. Okay. Das war's auch nicht. Aber schon mal nicht schlecht. Bisschen höher. Okay, Junge. Vorsicht. Geh ein bisschen näher ran. Kleine Jungs. Oh, komm schon. Aber der Hase ist auch nicht irgendwie wirklich ein Schisser, ne? Oh, Gott. Das Spiel ist nicht so easy, wie man denkt. Ah, das gibt's doch nicht. Was ist denn mit dem Hasen? Ist der aus Stein? Na also, geht doch. So, kann ich hier bitte... Danke. Natürlich. Alles stehlen? Ist denn alles Diebstahl jetzt? Alles, was ich mache, ist Diebstahl. Kann ich hier meinen Pfeil mitnehmen? Habe ich ihn mitgenommen? Da ist noch einer. Zack. Okay, das Schießen muss man wirklich üben. Ihr denkt, das ist leicht? Wo sind die anderen? Ha. Plündern. Ah, da ist noch ein Pfeil in der Nähe. Zwei direkt hier drüben. So. Die anderen sind irgendwie hier so in die Richtung geflogen. Okay, ich habe einen. Da drüben ist ja noch einer. Was ist denn los mit denen? Die sind ja richtig... steif, die Dinger. Bisschen runter. Bisschen rüber. Oh Gott, das war zu viel. Du kannst es einfach schlecht einschätzen. Oh!
Ach komm! Atme, 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 atme. Geh gedockt. Ey. Ja! Oh, schwere Geburt. So, ich nehme alles mit. Was ist eigentlich mit dem Gewicht? Irgendwann zerbrochen. Das ist nicht gut. Der ist noch intakt. Gott sei Dank ist hier relativ weicher Boden. Dadurch, der ist zerbrochen, aber der andere hier ist auch noch intakt. Ich müsste irgendwie... Der ist zerbrochen. Habe ich nicht einen noch gesehen, der intakt war? Warte. Der hier ist noch gut. Ich müsste irgendwie selbst Pfeile herstellen können. Das wäre super, wenn wir sowas könnten. Guck mal, die stehen hier einfach so rum. Tja, Hans. Mal sehen, ob du dagegen anstinken kannst. Ich werde besser. Glaube ich zumindest. Ich bin immer so nah dran. Hans hat Hunde, das ist doch unfair. Oh mein Gott. Der Jagdausflug des Grauens. Okay, atme. Spannen. Stück runter, Stück rüber. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Der lässt sich hier bombardieren, der Hase. Der ist doch präpariert. Das ist doch kein echter Hase. Das ist doch niemals real. Zerbrochen. Ich nehme es trotzdem mal mit. Ist noch gut. Ist noch gut. Gott sei Dank sind die meisten hier dann doch noch gut. Der ist auch noch gut. Was ist denn los mit diesen Karnickeln hier? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, an dem zischen die Pfeile einfach so vorbei. Um Haaresbreite. Und der bewegt sich keinen Zentimeter. Oh, wenn ich jetzt noch einen Bock oder sowas schieße. So. Wir haben sie alle wieder mit dabei. Wenn ich jetzt hier noch einen Bock schieße, dann wäre ich wahrscheinlich der King. Wartet mal ganz kurz. Also, Quest. Jagdfieber. Okay. Okay, so viele Hasen wie möglich, bevor es Mittag wird. Da drüben ist einer. Okay, der scheint schon ein bisschen fitter zu sein. Oh. Von der Richtung war er ganz gut. Ticken rüber. War zu weit rüber. Geh mal ein bisschen nach hinten. Ich schieße immer zu weit. Ja. Boah. Die Jagd. Das Jagdfieber. Hat mich voll erwischt. Komm, ich brauche meine Munition. Sonst habe ich nämlich gar keine Chance mehr. Der hier ist noch gut. Jeder, der gut ist, ist gut. Hier drüben ist auch gut. Wie viel habe ich denn jetzt? 4? Waren das schon 4 Stück? Irgendwo noch hier ein Schuss von mir? Hier drüben. Nein, Baldrian. Ein wenig Baldrian. Aber ich habe doch hier eben gerade noch einen Pfeil gesehen, oder nicht? Oder war das nur Baldrian? Tja, so ein gemütlicher Jagdausflug unter Männern. Wie spät ist? Oh oh. Komm, einen will ich noch. Also ich persönlich finde, ich war eigentlich ganz gut. Ich habe es mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Aber einen hätte ich noch ganz gerne. Könnt ihr einen sehen? Das war's. Alle tot. Ich habe sie alle gerichtet. Ich habe eine ganze Karnickelfamilie. Oh, hier drüben. Ausgerottet. Oh, was macht denn der hier? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Psst, 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 psst. Meister Lampe. Was? Was? Ich schieße hinter ihn. So. Der zählt noch, der zählt noch, der zählt noch.
Gib mir. Schwupps. Mein Pfeil. Der steckt hier noch drin. Wo sind die anderen? Guck mal, ich habe genau über ihn weggeschossen. Und das hat ihn null interessiert. Komm, einen will ich noch. Das war relativ erfolgreich. Ganz gut was weggeschossen hier. Man sieht sie halt im hohen Gras so verdammt schlecht. What? Ist das Hans? Der manipuliert meine Jagd. Der vergrault hier meine Beute. Gar nicht gut. Na, wie gesagt, hätte ich jetzt irgendwas Großes geschossen, hätte ich richtig angeben können. Ha, Häschen, ach, bist du süß. Ich habe ein Wildschwein. Okay, der bewegt sich. Zum ersten Mal einer, der sich bewegt. Okay. Aber es interessiert ihn irgendwie trotzdem nicht, ne? Come on! Bleib mal stehen, Kleiner. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Wo ist er hin? Hier drüben. Okay, warte, warte, warte. Ein bisschen Geduld. Wie spät ist? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ach. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Ich schieße immer genau daneben. Na also, geht doch. Jagen neue Stufe. Langsam werde ich hier noch zum Meister. So, ist irgendwo hier noch ein bisschen Munition. Jetzt ist halt doof. Die anderen haben sich irgendwie nicht bewegt. Klar, zerbrochen. Der Boden hier ist relativ fest wahrscheinlich. Oder einfach nur Pech. Okay, ich habe immer noch ein bisschen was. Vielleicht finden wir noch einen. Da vorne. Ruhig, 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 ruhig. Ganz ruhig. Okay, den will ich unbedingt noch haben. Also man merkt schon, ich bin besser, aber es ist trotzdem ab und zu schwierig. Oh, das war total weit weg. Einzuschätzen. Okay, geh mal ein Stück nach hinten. Ich schieße schon wieder zu weit. Ah. Immer noch zu weit. Na also. Es ist irgendwie einfacher, wenn ich nach hinten gehe, als wenn ich... So, alles mitnehmen. Als wenn ich den Bogen umschwenke. Was haben wir hier? Eine Beere. Okay, was meint ihr? Habe ich gewonnen? Auf wen würdet ihr wetten? Auf mich? Den großen Hasen schlechter oder auf Hans Schwanz, dem jungen Herrn, der nichts kann und nichts weiß. Okay, der bewegt sich gar nicht gut, aber vielleicht bekommen wir ihn noch. Okay, ready. Ah, ich habe zu lange gewartet. Oh, ich sehe gerade, ich bin voll. Er bleibt stehen. Ein Stück nach hinten. Nein! Schau, es vorbei. Okay, ich hoffe, es reicht. Ich meine, wir waren gut. Props. Haben wir gut gemacht. Haben wir echt gut gemacht. Ich bin zufrieden. Ich habe nie gesagt, dass ich ein erfahrener Schütze bin
Und von der Jagd weiß unser Freund ja hier schon gar nichts. Und geskillt haben wir es auch nicht. Er ist ausgebildet, er geht regelmäßig jagen. Mal sehen. Er hatte Hunde. Also mit Hunden ist das deutlich leichter, Hasen jagen zu gehen. Den Vorteil hatte ich nicht. Komm, hier ist noch einer. Die laufen mir ja regelrecht in die Arme. Wäre cool, wenn ich noch einen umboxen könnte, oder? Bam, voll in die Fresse. Egal, ich bin ein Ehrenmann. Ich bin ein Ritter alter Schule. Und deswegen werde ich auch nicht betrügen. Okay, hier drüben sollte unser Lager sein. Bin ich aber doch ein ganz schönes Stückchen jetzt gelaufen. Ich dachte irgendwie, wir wären gar nicht so weit. Allgemein, ich finde, die Dimensionen hier von der Landschaft sind echt beeindruckend. Hallo? Hans? Okay. Kann ich irgendwas hier reinlegen? Eine Fackel. Warum ist das gestohlen und das andere nicht? Verstehe ich nicht. Hühnchen. Weißt du was? Ich werfe hier mal Hühnchen in den Topf. Das habe ich gegessen. Wollte ich eigentlich gar nicht, sondern ich wollte hier... Was? Ich kann kein Hühnchen da reinwerfen. Gut, dann droppen wir hier einfach ein bisschen Hühnchen rein. Biancas Ring. Aber der hat gar keine Funktion. Man kann ihn aber anziehen, das stimmt. Man kann ihn tragen. Okay, zwei davon. So. Mein Knüppel. 26. Dann haben wir hier oben noch so ein Sachs. Oder hier unten irgendwo. Zerbrochene Munition, die kann weg. So. Die Karten will ich auch irgendwann mal erforschen. Schimmerling. 0,4 Schafsleder. Sachs. Ich glaube, ich werde meinen Knüppel einfach hier reinwerfen. Warum habe ich den Ring noch? Ach ja, den müssen wir weitergeben, stimmt. Gut, der Knüppel kommt weg. Und jetzt noch irgendeine Kleinigkeit. Ein Blümchen. Oder zwei. So. Warte auf Hans. Ach, da bist du doch schon. So. Wer hat gewonnen? Ich war sehr erfolgreich. Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Zeig her. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Sollte es nicht ein Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns richtiges Wild jagen. Ich hab gewonnen! Ha, Hans! Ha! Ohne Hunde. Heinrich! Aufsatteln! Lass uns jagen gehen! Was? Wie jetzt? Moment. Ich darf darauf? Auf dein Pferd? Nein. Ist doch eine Lüge, oder? Nee, natürlich nicht. Oh, ich darf wieder hinterherlaufen wie ein Köter. Oh Gott, diese Schande. Diese verdammte Schande. Gut, mein Herr. Dann... Ich folge. Was für ein spannender Jagdausflug. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Ich bin der Hund. Du bist das Herrchen. Aber trotzdem gewinne ich. Weil ich gut bin. Weil ich einfach gut bin. Ich muss unbedingt Sachen loswerden. Habt ihr gesehen, die Sachen, die wir gestohlen haben, das Schafsfell und Leder und so weiter, das hatte kein Diebstahlsymbol mehr. Ich find's nur merkwürdig, dass die Kaninchen teilweise gestohlen sind. Warum? Weil sie dem Königreich gehören, weil ich hier illegal gejagt habe. Ich meine, ich bin hier unterwegs mit meinem besten Freund Hans. Dementsprechend, keine Ahnung, war ja legal, oder? Ist doch mein Fleisch. Mussten wir das abgeben?
na, ich will lieber keine Pause machen, wir alle wissen ja. Dann ist er wieder weg und ist beleidigt und sagt, wo warst du denn die ganze Zeit, Heinrich? Okay, hier drüben. Große Beute. Kumpel. Wo geht's hin? Wenn ich jetzt hier reingehe, reitet der weiter? Nee, der bleibt stehen. Sehr gut. Wartet mal ganz kurz. Wir gehen mal hier auf Bogen. Habe ich zwar eine neue Stufe, aber ich kann leider hier nichts erlernen. Aber wir hatten doch noch die Jagd. Jagen hier drüben. Was haben wir hier? Moment, Info. Nicht schlecht. Zähne. Gerber. Schlachter. Okay, wir nehmen Geweih, weil ich denke, das wird sich lohnen. Nehmen wir hier mal Geweih mit. Gut. Agilität, sind wir dran. Sieh her, eine Sule. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust, verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Okay. Langsam, leise, egal, was ich tue. Verstanden. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Sieh zu und lerne. Oh ja, siehst du? Verdammt, bin ich gut. Schnauze. Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil bergen. Scheiße! Ihm nach! Fast! Aufs Pferd, Heinrich! Dieses Schwein entkommt uns nicht! Unbezahlbar, oder? Dieses Grinsen eben gerade, unbezahlbar. Ich hab kein Pferd. Toll! Der ewige Fußgänger. Der ewige Fußgänger. Wo ist der hin? Heinrich, renn! Toll. Habe ich ein Speer? Ich habe keinen Speer. Was? Ja. Meine Güte, ich habe kein Pferd. Herrn Hans. Der ist so schnell weggewiesen. Wo sind die hin? Hans! Ja, wie soll ich ihn hier bitte schön finden? Okay, warte mal, wir entfernen uns schon. Ist irgendwo hier. In diesem Gebiet. Hans, du warst so schnell weg, ich hab nichts gesehen. Nichts. Tja, so ist das eben, wenn man arm ist. Wenn man sich nichts leisten kann. Wenn man Fußgänger ist. Hans? Hansel! Wo steckt der Typ nur? Bin genau in der Zone. Könnt ihr ihn sehen? Oh Gott, ich habe Hans verloren. Kein Verlust für die Welt, aber Herr Hanusch wird wahrscheinlich mich an den Galgen binden. Okay, wo bin ich? Immer noch im Gebiet. Und immer noch kein Hans. Warte, hier drüben sehe ich was. Könnte ein Lager sein.
Unser Lager ist noch im Gebiet. Warte. Moment. Ist er gefesselt? What the fuck? Ach du Heilige. Ihr ungarischen Fotzen. So wirtschaftet ihr gerade einmal ein Tschechen. Ach du heilige Scheiße, der ist hier gefangen. Na, tat das weh? Er sitzt da und entspannt weiter. Oh, er hat auch einen Bogen. Ja! Was platzt du so, du Schmeißfliege? Bam! Oh, 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 stopp, 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 wo ist mein Knüppel? Nein, nicht Spieler, hier. Sucks. Hab ich's ausgerüstet? Gut. Ah, oh, fuck, er hat sogar ein Schild. Oh, er ist gut, er ist gut. Ha! Easy. Nein! Oh, ich habe keine Ausdauer. Muss mich lösen. Taktisch. Er ist ein bisschen träger als ich. Wenn ich Glück habe, treffe ich ihn von oben. Ich muss kontern. Oh, 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 ich muss... Ich habe keine Ausdauer. Ja, der war gut. Ha! Hat gesessen. Alter Hans! Ey, ich bin so ein hundsmiserabler Kämpfer und ich habe so wenig Ausdauer. Er ist aber auch echt immer Ticken schneller, wäre ich nicht so satt. Ah, Mist. Wow, wow, wow. Vorsicht, Vorsicht. Oh Gott, oh Gott. Hund. Komm her, komm her, komm her. Wo sind die Hunde? Nein! Gott, dieser Hurensohn. Wieder getroffen. Warte mal kurz. Was ist, wenn ich jetzt den Bogen nehme? Ich komme nicht zum Schießen. Oder ich habe keine Munition. Oh, nee, nee, das funktioniert nicht, wenn einer nah dran ist. Ich hätte auch gern ein Schild, aber ich hab keins. Dir ging das Auge. Komm schon. Ja. Nein. Nein. Für Hans. Kontern, kontern. Hab ich ihn? Okay. Scheiße, was mache ich mit ihm? Für Geld, Alter. Klar, ich lass dich frei, sobald du zahlst. Hörst du? Groschen, du Stück Scheiße. Alles, was du hast. Und was habe ich bekommen? Moment, das nehme ich aber mit. So, wo ist der andere Typ? Wo ist der andere Hundesohn? Der schießt doch hier auf mich. Eure Schwestern haben längere Schwänze als ihr. Alter, Hans. Hans geht steil. Ich habe keine Munition oder sowas. Der legt einfach nicht an bei mir. Au! What the? Jetzt bettelt er hier um sein Leben. Renn!
Hat er gerade gesagt, zeig mir deine Titten? Soll alter Hans! Gut, dass du aufgetaucht bist, Heinrich. Oh mein Gott! Ich fürchtete schon, wir würden uns vor der Petruskirche wiedersehen. Bring mich los, bevor meine Eier noch ihren Dienst aufgeben. Diese Kumanen sind dreckige Tiere. Oh ja. Kaum zu fassen, diese Säcke haben meine Hunde erschlagen. Oh nein. Der Spruch, zeigt mir eure Titten. Oh, super. Ich glaube, wir sind Freunde. Offiziell Freunde. Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon. Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter. Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer. Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Was mache ich jetzt? Komm! Ja, so. Ich bin mal wieder nett. Verzeih, Herr. Bin bloß froh, dass es dir gut geht. Ich nehme dich auf den Arm, du Esel. Danke für die Rettung. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanenschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. It's Lord Capon! Get here, everybody! You, help him! Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichslehen umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr... Tritt ein! Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Gib mir die Störung, Herr. Aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passierte. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Scarlets angriff. Es kann keine 2 Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon.
Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Endlich, wir haben ein eigenes Pferd. Mann, die ganze Sache hier war doch relativ erfolgreich, oder? Wir haben Hans gerettet, wir sind ein Held, wir sind befördert worden und wir haben ein eigenes Pferd. Besser kann es doch eigentlich gar nicht laufen. Kann ich jetzt meinen Gaul hier rufen? Wahrscheinlich hier in der Stadt geht es nicht. Und wir müssen unbedingt ein paar Sachen loswerden. Deswegen will ich hier zum nächsten Händler gehen. Wo bin ich denn genau? Ich bin oben in der Burg. Und wir gehen natürlich auch zum Rathaus hin. Denn wir wissen ja, beim Rathaus stehen die Bürger rum aus unserer Heimatstadt, die eventuell einen der Jobs annehmen. Das wäre ganz gut, denn dann würden wir den Vogt damit zufriedenstellen und ich will natürlich noch weiter hier aufsteigen. Ich glaube, ich bin ein Mann, der am Ende ein Gönner für das Volk ist, aber auch ein adeliger Held. Ja, ein Held. Ich bin jetzt schon ein Held. Ich habe Hans gerettet, offiziellen Held. Und man merkt auch, Hans ist jemand, der jetzt doch wirklich durchaus dankbar ist. Markgraf Jobst von Mähren, dem Vetter von König Wenzel. Was? Dem Bastard Sigismund. Echt jetzt? Ich hätte ihm Bericht erstatten müssen. Och Mann, diese ganzen Dinger, die fiepen hier so schnell durch. Wenn du da nicht sofort reagierst, hast du wieder irgendwas versaut. Egal, wir haben es ja nicht komplett versemmelt. Wir treffen uns halt dann dort. Liam Neeson wird auf uns warten. Da muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein und ganz, ganz genau sein. Eben gerade schwelge ich noch im Ruhm und fühle mich wie der große Held. Und jetzt versagt. Na du? Gott sei mit dir. Na, wie läuft's? Okay. Ja. Handeln. Ich will verkaufen. Ich will auf jeden Fall verkaufen. Also, Baldrian kannst du haben. Das ganze Fleisch hier, das ist jetzt schon mal nicht mehr gestohlen. Ich würde gerne mal wissen, wo ich das Fleisch braten kann. Das wäre mal sehr interessant. Oh, ich habe eigentlich richtig gut Geld. Naja, super viel jetzt nicht, aber das ist schon für meine Verhältnisse ganz gut. Wir machen auf jeden Fall sehr große Fortschritte. So, aber ich bin komplett überlastet. Der Bogen, den will ich behalten. Das Schild will ich behalten. Wappenrock will ich behalten. Leder. Leder. Kann er haben? Der Bogen. 37. Der andere Bogen hier oben, der macht 62. Nicht schlecht. Ich würde sagen, den tauschen wir. Und die kannst du auch haben. Hast du überhaupt so viel Geld, mein Freund? Oh. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat gar nicht so viel Geld. Dann ziehen wir mal den hier raus. Das hier raus. Moment, so. Das Fleisch ist schon eine Menge, Menge wert. Wahnsinn. Okay, ich muss da leider ein bisschen was abziehen wieder. Kann er sich ja gar nicht leisten. Ja, die kann er haben, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Geld verdienen können mit dem Fleisch hier. Okay, warte, jetzt nochmal hier zurück. Nein, ich wollte noch ein bisschen handeln. Och, ich habe mich verdrückt. Läuft ja super bei mir. Er hat noch ein bisschen Geld. Ich kann noch ein bisschen Fleisch verhökern. Ich habe ja mehr als genug davon. So, wir stecken ihm einfach mal. Das ist schon wieder zu viel gewesen. Warenkorb. So, und jetzt hier noch ein bisschen was rausdrücken, damit wir skillen. Ganz Reden wichtig. Wir über den Preis. Selbstverständlich. Also. Du hast eh nicht besonders viel, aber ich will alles. Machen wir einfach hier. Gehen wir direkt ans Maximum. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Na, ganz nah dran. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Okay, wir sehen uns wieder, wenn du Geld hast. Ich bin immer noch voll. Vielleicht kann ich hier drüben bei dem Händler, bei dem Gemischtwarenhändler noch ein bisschen was loswerden.
Der nimmt doch auch alles Mögliche. Du! Händler ohne Namen! Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte saftiges Fleisch. Ach, du hast gerade mal 40? Gott. Armes Volk hier. Okay, 20? Achso, Moment. 1,2 bringt das hier. Ja gut, können wir noch ein bisschen drauflegen. So, und dann hauen wir hier noch den Pilz drauf. Und hauen die hier noch drauf. So. Versuchen wir unser Glück. Lässt sich was am Preis machen? Immer doch, oder? Klar, warum nicht? Immer doch, da geht immer ein bisschen was, mein Freund. Da geht immer ein bisschen was. 40. Einverstanden? Und? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. In Ordnung. Ich bin gut. Ich bin wirklich gut. Gut. Der Rücken schmerzt ein wenig weniger. Aber ich habe noch jede Menge Fleisch. Wir können sowas natürlich auch lagern. Aber bei Lebensmitteln, die werden ja schlecht, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wir nehmen jetzt allen hier das Geld weg. Handeln. Die hat gerade mal 20. Gott, die ist ja bettelarm. Ah, es war ein bisschen zu viel. Eins wieder abziehen. So. Ich mache das nur, damit ich leveln kann. Lässt sich was am Preis machen? Ja. Ja? Die Alte ist doch high, oder? Okay, direkt 20. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns... Wow, ich werde immer besser. Ich werde immer besser in diesem Spiel. Das Handeln hat er langsam drauf, der junge Bursche. Wo war denn der Schmied? Ich würde ganz gerne zum Schmied gehen. Hatte der Schmied nicht auch eine Aufgabe? Wo war der Schmied? War der da hinten? Der war auf jeden Fall... Können wir den auf der Karte sehen? Der Schmied, der ist hier drüben. Okay, mal sehen. Ich glaube, ich muss hier so rum, um an den ranzukommen, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ach, das Nest. Wie kommt man da ran? Das ist doch das Nest hier drüben. Ach nee, hier oben ist auch ein Nest. Huh. Ich habe keine Ahnung. Wo bin ich hier? Na, ihr guten Leute. Die schnabulieren hier. Da ist er. Der Schmied. Hallo. Gott sei mit dir. Ich habe gehört... Hat der nicht eine Aufgabe? Reparatur. Das Schild, was würde das kosten? Okay, 6,1. Ich habe halt wirklich gar nichts. Ich hätte gerne was anderes, aber wir... Wir hauen hier mal die Dinge durch. Alter, 82. Die Handschuhe kosten ja ein Vermögen. Okay, ich versuche ihn ein bisschen zu drücken und dann verkaufen wir ihm noch ein paar Sachen. Preis machen? Warum nicht? Warum nicht? Mein junger Freund. Gut, 82, dann gehe ich einfach mal hier auf 70. Obwohl, man soll immer so ein bisschen frech sein, oder? Was sagst du dazu? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Echt? Ich war immer noch nah dran? Oh, der geht aber ganz schön runter. Mein letztes Angebot. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ah Gott, 73. 73, komm. Endlich eine vernünftige Summe. Kann man machen. Gut was weggedrückt. Wirklich, damit kann man arbeiten. So, wir haben noch einen Bogen, den kann er haben. Den Bogen brauchen wir nicht. Oh, der nimmt auch Fleisch. Ja dann, ab, 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 ab. Es wird auch immer weniger wert. Oh, der hat richtig Cash, der Mann. So, den Bogen will ich verwenden. Das Schild will ich verwenden. Den Schild. Das Schild. Das verwechsel ich immer. Das kannst du haben. Also hier, rustikaler Bogen kann weg. Kann weg. Die Karten, den will ich auf jeden Fall irgendwann mich auch noch widmen. Ein Wundpfeil. Okay. So. Wir drücken wieder ein bisschen rum. Am Lässt Preis. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es.
So, wir fangen mal hier bei 74 an. Wie wär's damit? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Oh, jetzt wird aber ein bisschen stinky. 70, komm. Endlich eine vernünftige Summe. Gut. Damit habe ich meine Unkosten eigentlich im Grunde wieder reingeholt. Und die Sachen sind endlich mal wieder ein bisschen frisch. Und wir sind ein bisschen leichter. Wir können also auch wieder Sachen tragen. Das finde ich gut. So, der Bogen hierhin. Das Schild. Auf geht's. Satt gefressen, ausgeruht. So muss es laufen. Wo muss ich denn hin für die nächste große Story-Mission? Also hier drüben, die Bürger, das machen wir auf jeden Fall jetzt noch. Das nehmen wir noch mit. Dann mein Pferd. Gut, erstmal hier die Bürger. Oder kann ich hier mit dem Pferd durch die Gegend galoppieren? Ich weiß es nicht. Das soll irgendwo da hinten in der Burg stehen. In der Feste direkt drin. Ich will auf jeden Fall mich noch hier ums Rathaus kümmern. Ach, guck mal hier. Wisst ihr, was ein bisschen ein Problem ist? Oh, mit dem können wir sogar reden. Ich dachte, du könntest es kaum erwarten, nach Neuhof zu reiten. Ja, Herr. Ja, natürlich. Aber ich muss gerade mich noch um Kleinigkeiten kümmern hier drüben. So, B. B, 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 B. Du da. Kunisch? Willst du den Job? Das wäre witzig. Der Arme, jetzt muss er auch noch Scheiße schippen. Erzähl mir nochmal von dem Geld. Nee, das wissen wir ja. Wer will den Job? Wer will den Job? Ach. Die Dame wahrscheinlich. Was willst du? Arbeit will ich. Und ich habe gehört, dass du dafür zuständig bist, nicht der Vogt. Das ist richtig. Kannst du kochen? Wenn du weißt, wie man für den Adel auftischt, habe ich womöglich etwas für dich. Wo hätte ich das denn lernen sollen? Wasser schleppen will ich. Aber Alex hat bereits Leute für diese Arbeit ausgewählt. Mich hat er aber nicht gefragt. Deshalb bin ich hier. Okay. Das ist Männerarbeit. Das mag schon sein, aber ich habe meine Wasserträger bereits gefunden. Außerdem ist das Männerarbeit. Oh. Ich bin kräftig genug, um dir den Arsch zu versohlen, du Knilch. Jetzt sag bloß, ich muss was? Oh, ich dachte schon, ich muss mich mit einer Frau kloppen. Hey, warte mal. Warte mal. Okay. Okay, was fehlt ihm denn? Er liegt im Sterben? Wer denn? Er ist schwer verwundet. Liegt schon seit Wochen im Bett und ist meistens bewusstlos. Ja, so schlimm ist's. Ja, aber wer? Tut mir leid. Dem Apotheker schuld ich schon ein kleines Vermögen. Deshalb rührt er keinen Finger mehr. Wenn du gut kochen kannst, könnte ich dir Arbeit bei einem Händler besorgen. Du hättest auch ein Dach über dem Kopf. Mehr als Haferbrei und Suppe habe ich nie aufgetischt. Nichts für feine Leute. Ein Dach wäre allerdings nicht schlecht. Nicht unbedingt für mich, aber für meinen Gatten. Kannst du da was machen? Nicht, wenn ich dem Händler die Wahrheit sage. Und selbst wenn ich lügen würde, käme er schnell dahinter und wir wären beide dran. Na, das stimmt. Was hast du in Scarlets gemacht? In den Silberminen geschuftet, das Erz erhitzt oder gewaschen. Mein Gatte war Schmelzer. Himmel, dort ging es wirklich übel zu. Ich schätze, dein Gatte wurde verwundet? Es grenzt an ein Wunder, dass du ihn bis nach Ratai schleppen konntest. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn zurücklassen? Das stimmt. Gut. Ich denke darüber nach und spreche mit dem Vogt. Sag ihm bitte, dass er mich nehmen soll. Gott behüt dich. Okay, kann ich denn mit dem Vogt wirklich reden? Wir gehen mal auf die Karte. Okay, wer Arbeit sucht, wird sich hier versammeln. Der werte Herr Vogt. Wer sind Sie eigentlich? Irgendwie Ihre Klamotten sind so ein bisschen zerrissen. Ach, das ist der Schneider. Okay, die Leute sind also hier drin. Wir reden mal mit dem Vogt. Für die Dame in Not. Ob wir da irgendwas zaubern können. Wäre witzig, wenn ich ihn jetzt hier noch bestehlen würde. Er würde es gar nicht checken, oder? Versuchen wir gleich. Ich speichere. Gott sei mit dir. Also. Lass uns noch einmal über die Arbeit reden. Was kannst du mir über die
anderen Träger sagen. Es ist dreckige Arbeit, aber sie muss erledigt werden. Es gibt bei Gott genug für sie zu tun. Bei manchen Leuten läuft's schon über. Klingt widerlich. Wer würde das freiwillig tun? Wenn's sein muss, zahle ich das Doppelte von dem, was die Wasserträger bekommen. Vielleicht hilft das. Okay, wir können hier nochmal dieselben Fragen stellen, die wir bereits kennen. Mehr muss ich nicht wissen. Aber dann wir können jetzt Glück. Nicht speziell für unsere Freundin jetzt hier nachhaken. Gut, wir speichern hier mal. Spiel speichern. So. Dann zack. Ob das funktioniert? Ich versuch's. Wenn nicht, dann laden wir. Ui. Oh, schnell raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Umhauen. Ich hab nichts gemacht, Kumpel. Oh, oh, okay. Das war dumm. Du, Alter! Bleib sofort stehen! Zieht er direkt hier seinen Knüppel. Okay, ich hab's versaut. Ich hab's versaut, ich hab's versaut. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Beim ersten Mal lief's gut, aber was will ich mit seinem Schlüssel? Ich weiß ja gar nicht, wo er wohnt. Das ist ja immer das Problem. Ich gehe nochmal ran. Noch einmal will ich es versuchen. Ups. Oh, ich habe losgelassen aus Versehen. Tut mir leid. Oh Gott. Ein Fehler und mein Ruf ist hin. Mein Ruf ist direkt hin. Aber nur wer übt, wer fleißig übt, der kann auch skillen. Schwups, 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 schwups. Gott, das ist so träge. Oh, das ist... Da musst du echt Glück haben. Da musst du richtig Glück haben. Und der Vogt, der ist schon ziemlich einflussreich. Den will ich nicht als Feind. Wenn es irgendein Penner wäre, würde ich ihn einfach abstechen. Okay, ganz ruhig. Noch einmal will ich reingucken. Ach, komm schon. Eben gerade habe ich doch alles... Gut, er hat einen Schlüssel. Er hat vielleicht noch seine Waffe. Die ist vielleicht interessant. Wäre schon witzig, wenn er dann seine Waffe nicht mehr hat. Huch, wo ist die hin? Aber einmal will ich es noch versuchen. Ist wieder der Schlüssel, oder? Ja, klar. Das ist nur der Schlüssel. Interessiert mich nicht. Klar, natürlich. Der Schlüssel ist easy zu holen. Ups, und wieder nur ein Schlüssel. Die will ich nicht, die verdammten Schlüssel. Die interessieren mich null. Was soll ich damit? Den letzten Schlüssel habe ich übrigens gar nicht aus dem Inventar gemopst, sondern den habe ich drin gelassen. Man muss nochmal klicken. Aber was soll ich damit? Wer ist das überhaupt? Irgendeine Dorfbewohnerin. Ich finde doch niemals ihr Haus. Never, never, never. Gut, gehen wir zum Pferd. Oder brauchen wir noch irgendwas? Brauchen wir noch irgendwas oder sind wir durch? Ins Badehaus? Nee. Nee, ich habe meine Lektion mit dem Badehaus gelernt. Auch hier gibt es noch eine Aktivität bei der Kirche. Die werden wir uns natürlich noch ganz schnell ansehen. Mann, die Bettler hier in der Gegend, die stapeln sich auch. So, wo ist die Aktivität? Du da? Hast du eine Aktivität? Alex. Ach, der hat Leute oder wie? Guten Tag, wie kann ich helfen? Das war doch unser Junge. Wie geht es euch? Könnte besser sein. Sei froh, dass Herr Ratzig dich in seinen Dienst stellte. Wie ich hörte, gehst du sogar mit Herrn Capon jagen. Ach, das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ah, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt. Also dachte ich, du könntest helfen. Okay, ich bin kein Wilderer. Was nehme ich denn hier? Das sind beides irgendwie sehr negative Antworten. Aber ich kann es versuchen. Ich weiß nicht. Ich bin kein so guter Jäger, dass ich alle Flüchtlinge versorgen könnte. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublüter. Verstehst du? Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt.
Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Aber du gehörst Herrn Razzis Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Klar, warum nicht? Ich kam mit einer Schlägerei mit Herrn Hans durch, also werden sie mich wegen ein paar Hasen schon nicht aufknüpfen. Danke, Heinrich, das weiß ich zu schätzen. Der Schneider bat mich um ein paar Hasen, um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten. Alles klar, ich bringe dir welche. Ich hab keine mehr. Dank. Du bewahrst uns vor dem Hungertod. Ach, Junge, eben gerade hatte ich noch köstliche Hasen, aber jetzt alles weg. Egal, wir schießen neue. Kriegen wir schon hin. Rein theoretisch, Achtung, rein theoretisch könnten wir doch auch ein bisschen Fleisch kaufen und ja, hätten dann auch was. Spieler, Moment, wo sieht man denn eigentlich meinen Ruf? In Dialogen sehe ich das immer. Ah, hier, Ruf. Was? In der Mühle bin ich eher so, Ratei, ich dachte, ich hätte einen besseren Ruf. Waffenknechte. Landschaft. Die Flüchtlinge. Aber ist eigentlich ganz gut. Skal, jetzt habe ich 80. Aber in so einem Dialog, wenn ich am Wählen bin von irgendwelchen Schlüsselantworten, dann habe ich ja eigentlich immer einen ganz guten Ruf, habe ich da gesehen. Und da hat ja wohl auch einen Einfluss drauf, wie gut dann wohl das Gespräch verläuft. Endlich reiten, endlich reiten. Ich freue mich so aufs Reiten. Ich bin kein niederer Sklave mehr meiner Füße. Kann ich das Huhn fisten? Nein? Vielleicht nicht, ich weiß nicht. Irgendeine Wache sieht das und denkt sich, hey, Junge, was machst du da mit dem Huhn? Ich will es streicheln. Und dann essen. Okay, wer bist du? Du siehst irgendwie wichtig aus. Kenn ich dich? Wächter. Kann ich nur bestehlen. Nicht mal reden kann man mit denen. Einfach nur bestehlen. Ist das meins? Wie heißt der? Pebbles? Und hier drüben, der hier? Das ist nicht meiner. Toll, ich bekomme hier den. Ah, meinetwegen. Hep, hep, hep! Die Reise beginnt! Wow. Das kann aber ganz schön losreiten. Ist ein guter Gaul. Er ist ein guter Gaul. Ich will ihn gar nicht irgendwie verurteilen. Wenigstens kommen wir so relativ schnell voran. Aber normalerweise, so ein Gaul müsste doch auch rasten und fressen, oder? Also wenn die hier so auf Realismus Wert legen. So, was haben wir hier? Was ist das hier? Das war doch dieser Unfallort. Genau, den will ich mir auch noch angucken. Und wir müssen hierhin, hier waren wir auch schon. Eine Schnellreise machen wir jetzt nicht, denn ich will ein bisschen was erleben auf dem Weg. Ich will den Unfallort sehen und mit dem Gaul sind wir schnell dort. Pass mal auf, zack, hier Turbo reingehauen. Ich will unbedingt Plötze haben. Unbedingt. Oh, da ist eine Kuh, kann ich hier erledigen? So ein schmackhaftes Rind schießen. Aus dem Weg. Ich will niemanden umschroppen. Okay, ich glaube, hier sind wir bei dem Unfallort. Was ist das hier, ein Hund? Ist der schon mumifiziert? Wie lange liegt denn der hier? Kann man hier irgendwas untersuchen? Okay, was hat der Unfallort denn für eine Bedeutung? Wer bist du? Halt, halt, halt. Nein, 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 nein. Nicht umdrehen, mein Freund. Du musst dich da gar nicht wegdrehen. Wer bist du denn? Ein Wanderer. Kann ich auch nur bestehlen. Soll ich es mal versuchen? Moment. Speichern. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und stopp. Schwupps. Ha! Ich hab dein Trockenobst. Ich bin echter Gangster. Gut. Weiter geht's. Pepe. Ich nenne dich Pepe. Gefällt mir besser. Auf geht's, Pepe.
Wir müssen unbedingt uns mal die Schatzkarten genauer reinziehen, denn dort finden wir ganz... Du hast doch nichts gegen etwas Reibach? Reibach? Ah, nee. Ist das ein Bandit? Ich hab da diesen Plan. Was? Okay, jetzt will ich's wissen. Wenn du mich bestiehlst, bringe ich dich um. Da sind eine Menge Münzen drin. Okay, jetzt will ich's wissen. Dann lass mal reden. Hier ist irgendwie so eine Ecke. Ich habe ein tolles Angebot für dich. Der Handel deines Lebens. Interessiert? Ist das Diebesgut? Ich weiß nicht. Ist es womöglich Diebesgut? Schau an. Wir sind aber misstrauisch. Nein, bloß vorsichtig. Also auch weise. Ich nehme dich auf den Arm, Freund. Natürlich ist nichts gestohlen. Ja, zeig mal her. Na gut, zeig mir dein Angebot. Wie du wünschst. Wer braucht Schlüssel? Was ist das hier? Ein Fertigkeitenbuch über Schlösserknacken kann erst nach Erreichen von Stufe 10 gelesen werden. Aha. Nein, ich muss passen, Kumpel. Im Moment brauchen wir es nicht. Danke. Danke, danke, danke. Ist natürlich nichts gestohlen. Na gut. Ein Buch. Ich habe gedacht, er hätte irgendwie vielleicht so einen Tipp, wo ein fetter, doofer Wandersmann durch die Gegend wandert, den ich überfallen kann mit einem netten kleinen Taschentrick. Aber leider nein. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Er sah ziemlich cool aus, der Bettler. Oh, da hinten raucht's. Der Überfall. Ich bin ganz in der Nähe. Tja, Freunde, aber die Folge ist vorbei. Die geht jetzt auch schon wieder ewig lange. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Schaltet bei der nächsten Folge natürlich wieder ein. Eine Bewertung wäre super mega wichtig. Würde ich mich freuen, wenn wir hier ganz viele Bewertungen auf dem Video hinkriegen. Bis zum nächsten Mal natürlich. Und tschüss!